so tired. Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Anna. Ich bin die Mama von vier Kindern mit Baby Nummer 5 unterwegs und starte einen neuen Vlog. Es ist heute schon ein bisschen später. Wir lassen es langsam angehen. Gefrühstückt haben wir schon. Es ist schon bald Zeit für das Mittagessen. Ich werde in den nächsten Tagen hoffentlich, also so ist der Plan, mich auch wieder mal ein bisschen dem Haushalt widmen. Jetzt waren wir viel unterwegs, gerade die letzten paar Tage waren auch sehr einkaufsreich. Da gebe ich euch auch noch die Hauls mit rein. Bei Kia war ich und wieder Kleidung kaufen für mich und das Baby. Was in den nächsten Tagen ansteht, aber nicht alles heute, ist so ein bisschen Ordnung machen überall. Es liegt so viel Zeug am Boden, gerade irgendwie so Verpackungsschnipsel. Und eins meiner Projekte ist auch, den Keller ein bisschen aufzuräumen bei uns. Nicht nur wieder ist er auch voller Karton wieder. Wir haben einen Raum, der ist komplett ungeordnet. Dem möchte ich mich mal widmen. Bei dem kommt erschwerend hinzu. Der hat nur Estrich. Also das ist unser einziger Kellerraum, der nicht verfließt ist. Vor ein, zwei Tagen haben wir so einen Roll-Vinylboden gekauft. Das heißt, den wird dann mein Mann verlegen oder wir beide gemeinsam demnächst und eben den Keller aufräumen. Das ist, kommt sicher auch mal in einem der nächsten Videos. Heute sind da mal die Kleinigkeiten im Haushalt dran, damit es wieder ein bisschen Ordnung einkehrt. Und ich nehme euch mit durch einen hoffentlich gemütlichen, besinnlichen Tag bei uns. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Ja, und zum Mittagessen gab es bei uns ein Evergreen-Rezept, etwas, das unsere Kinder alle gerne essen. Nämlich Hühnerbrust in Käse-Sahne-Soße, die ich mache aus einer Zwiebel, ein paar Schmelzkäse-Ecken und ein bisschen Sahne mit Gewürzen abgeschmeckt. Huhn ist nämlich das einzige Fleisch, das unsere Kinder wirklich alle gerne essen. Deswegen gibt es das bei uns auch zu Weihnachten. Damit alle glücklich sind, bloß zusätzlich ist es sehr, sehr wenig aufwendig. Ich mache dann meistens zwei ganze Hühnchen, beziehungsweise je nachdem, wie viele Gäste wir haben. Das lässt sich ganz gut variieren von der Menge und ist sehr, sehr zeitsparend. Man muss das Ganze einfach nur für eine Stunde in den Ofen geben und man kann dann ja mit verschiedenen Beilagen, mit der Füllung auch so ein bisschen das Gestalten, dass es ein bisschen festlicher wird. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie euer Weihnachtsmenü war, was ihr traditionell zu Weihnachten kocht, ob es immer das Gleiche ist oder ob es immer variiert wird. Bei uns ja mit kleinen Kindern ist es so, dass sie eben am liebsten ihre Lieblingssachen essen und deswegen, also mit ein paar Variationen gibt es das bei uns auch. Die Erwachsenen, die bekommen dann ihre extra Sachen, also zum Beispiel Kaviar oder so, also ein bisschen aufs Brot geschmiert oder so, das esse ich zum Beispiel total gerne. Ja, oder wann gibt es Kaviar? Wir machen immer Kaviar zu Weihnachten, kaufe ich immer weg. Ach so. Ja, also einmal im Jahr. Ja, oder zum Beispiel, dann gibt es ein normales Kartoffelgratin als Beilage und bei uns gibt es ein bisschen Trüffel dazu oder so, also ja, immer so Kleinigkeiten. Vor Weihnachten kommt das ganze Essen irgendwie so durcheinander, also ich habe jetzt durch die Schwangerschaft mehr Gelüste auf so Sachen wie Gürkchen und eingelegte Pilze teilweise und so Salat oder so, da mache ich mir so ein bisschen komische Sachen am Abend oft als Snack. Und Wurst. Sie isst ein Kilo Wurst am Abend. Nico. Ja, aber auf jeden Fall, die Kinder, die haben dann schon teilweise, die älteren beiden, schon so einen Süßigkeitenvorrat von den ganzen Sachen, die man da so einsammelt. Jeder kriegt dann noch Geschenksäckchen da und dort verteilt in der Schule und im Kindergarten und so weiter. Das ist dann teilweise vom Adventskalender, was übrig bleibt. Es ist wirklich schwer, die dann das so wieder so auf diesen normalen Essenstrip dann zu bekommen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das managt bei den Kleinen. Da mache ich das wirklich teilweise so, dass sie einmal vom Schoko-Nikolaus abbeißen, dann steht er noch ein paar Tage in der Küche in Alu eingewickelt und dann kommt er weg. Dann haben sie den meistens schon vergessen, müssen sie nicht das ganze große Teil aufessen. Mein Mann hat derzeit das gegenteilige Problem, der macht sich viele Snacks zwischendurch, weil, also im Gegensatz zu mir, ich habe schon irgendwie fast 11 Kilo zugenommen oder so in der Schwangerschaft. Aber er war 4 Tage krank und hat 4 Kilo abgenommen. Und hast du es wieder zugenommen eigentlich? Noch nicht. Ja. Und dann ja, braucht er immer ganz lang, irgendwie 2 Wochen, wo er wirklich vermehrt isst und ständig einen Snack sich einwirft, bis er das wieder drauf hat. Also diesen Stoffwechsel hätte ich ja gerne. Jetzt, wo wir dann auch mehr zu Hause sind und so weiter in den Weihnachtsferien, die ganzen Kekse jetzt langsam, Keksvorräte zur Neige gehen, wird es auch wieder normaler quasi mit den 3 Hauptmahlzeiten, dem Fokus auf eben auf das gesunde Essen. Und da freue ich mich schon drauf, also sowieso mit Jahreswechsel und so weiter kommen die ganzen guten Vorsätze und so weiter, was das betrifft. Und wer meinen Kanal schon länger schaut, der weiß, zu unserer
ja, Ernährungsroutine, zu unserer Wohlfühl-Morgenroutine gehört auch AG1 seit langem dazu. Das sind Vitamine, Mineralien, Botanicals, lebende Bakterienkulturen, also einfach alles in einem Messlöffel, einmal am Tag, jeden Tag, in Wasser mischen, super einfach. Die Formulierung wird ständig verbessert. Die Inhaltsstoffe sind aus echten Lebensmitteln und sie sind so abgestimmt, dass sie eben die Vitalbereiche unterstützen, gerade so jetzt zum Beispiel für den Energiestoffwechsel, weil es jetzt im Winter schwierig ist mit den langen Nächten und ja, dass es so spät hell wird morgens. Und aber auch gleichzeitig fürs Immunsystem. Also die haben da den Kupfer, Selen, Zink, Vitamin C, B12, B6, alles dabei, was eben zur Funktion des Immunsystems dazu beiträgt und einen gesund erhält. Mein Mann achtet da jetzt besonders drauf, dass er fit und gesund bleibt über den Winter, damit wir den auch zusammen genießen können. Weiterhin, die Inhaltsstoffe bei AG1 sind auch aufeinander abgestimmt. Das heißt, die passen gut zusammen, dass sie zusammen gut aufgenommen werden können vom Körper und sind auch in besonders hoher Bioverfügbarkeit drinnen. Wir investieren damit so sozusagen in unser Wohlbefinden, in die Gesundheit. AG1 ist zudem auch noch super praktisch, also das kommt auch noch nach Hause geliefert, in jederzeit kündbaren Abo, also ohne Vertragslaufzeit, man kann pausieren und so weiter. Und ansonsten bekommt man das jeden Monat einfach frei Haus geliefert. Und dabei ist auch der praktische Aufbewahrungsbehälter für den Kühlschrank, der Messbecher, der Shaker. Für Neukunden gibt es ein besonderes Angebot. Außerdem, die bekommen nämlich eine Willkommensbox mit einem Jahresvorrat an Vitamin D und K. Das gibt es nämlich in Tropfenform, weil das so am besten aufgenommen werden kann vom Körper. Und außerdem noch 5 praktische Travelbags für unterwegs. Also alle, die es mal gerne ausprobieren möchten. Ich kann AG1 wirklich aus eigener Erfahrung wärmstens empfehlen. Und für den lasse ich alle weiteren Infos und auch den Link in der Videobeschreibung. Also schaut es euch gerne an. Gerade jetzt im Winter vielleicht ein guter Zeitpunkt, um damit anzufangen. Schreibt mir gerne in die Kommentare übrigens, wie ihr das macht mit Weihnachtsgeschenken. Also ob ihr euch noch gegenseitig beschenkt mit dem Partner und was das für Geschenke sind. Wir machen das ja so, also zum Hochzeitstag, da schenken wir uns so gemeinsame Aktivitäten. Zu den Geburtstagen, zu Weihnachten gibt es Geschenke, wobei das Motto ist, zum Geburtstag gibt es eher sowas für die Seele quasi und Hobbys und so weiter. Und zu Weihnachten was Praktisches eher. Und das war dieses Jahr auch wieder so. Also ich habe mir tatsächlich definitiv einfach was gewünscht. Das habe ich dann auch bekommen von meinem Mann. Es ist vielleicht nicht ganz romantisch, aber ich habe mich sehr darüber gefreut. Und zwar IKEA-Geschirr. Also wir haben Geschirr in allen möglichen Ausführungen und nichts passt zusammen. Von nichts haben wir genug Teller, weil da sind schon viele zerbrochen, dass wir gemeinsam davon essen könnten. Das soll sich jetzt ändern. Das werde ich dann mal auch mal einordnen. Kurz vor Weihnachten, weil ich das Geschirr selbst aussuchen und habe dann noch ein bisschen was anderes auch noch mitgebracht von IKEA. Und den IKEA-Haul, den füge ich euch jetzt dann auch ein. Ja, da war ich eben, wie gesagt, da gab es einen tollen Elch aus Löffeln. Ich war in einem kleinen IKEA, da gibt es eigentlich nur was zum Schauen und für Kleinigkeiten. Also da haben sie gar keine so eine richtige große Möbelabteilung. Aber das ist auch sehr praktisch, also es ist, man hat keine großen Strecken zu laufen. Und die ganzen schönen Sachen, die kann man sich sowieso auch anschauen und ja, ein bisschen was mitnehmen. Die Babyzimmer, da habe ich recht viel Zeit verbracht. Ich wollte zeigen, was ich mitgebracht habe von IKEA. Mein Mann hat übrigens gemeint, ob er mich nicht begleiten soll, weil ja, wir haben ja auch nicht sehr viele Möglichkeiten, zusammen was zu unternehmen. Aber er war schon ein bisschen so im Hintertreffen, auch mit der Arbeit, weil er auch in letzter Zeit ein bisschen krank war. Er kann sich auch nicht einfach so dann spontan freinehmen. Und ehrlich gesagt, ich habe dann gesagt, nein, kein Problem, ich fahre allein und so weiter, weil ich wusste, ich habe nur eine begrenzte Zeit, eine kurze. Dann bin ich irgendwie am effektivsten, wenn ich quasi alleine da durchgehe und wir das nicht irgendwie besser machen, wir dann quasi ein Date oder verbringen Zeit miteinander, wenn wir etwas unternehmen, was ihm dann auch Spaß macht. Erstens und zweitens ist ja die Kostenbremse, wenn mein Mann mitnimmt zum Einkaufen. Nein. Also letztes Mal muss ich sagen, also ich war das letzte Mal vor einem Jahr ungefähr bei IKEA, auch nur zum Flanieren und Durchschauen. Also es war kurz vor der Weihnachtszeit, jetzt war es ja auch noch wunderschön geschmückt alles. Gott sei Dank bin ich dann zu den Weihnachtssachen gar nicht mehr gekommen, weil die Zeit wurde knapp und so weiter. Aber auf jeden Fall letztes Jahr, da habe ich mich nicht getraut irgendwie was zu kaufen. Ich habe gedacht, ja, es ist zwar schön, aber so dringend brauchen wir das nicht und wir haben auch nicht den Stauraum in der Küche. Aber jetzt, dieses Jahr habe ich mehr zugeschlagen. Ich habe 150 € ausgegeben und habe die Sachen gekauft, ja, die mir eigentlich schon seit
seit letztem Jahr im Kopf rumgehen, dass ich die eigentlich wirklich gerne hätte. Ich finde, wenn man sich das ein Jahr lang überlegt hat und sie sich immer noch wünscht, dann ist es auch gerechtfertigt. Auf jeden Fall zeige ich mal, was ich mitgebracht habe. Es sind wirklich, also teilweise wirklich Kleinigkeiten, wie zum Beispiel so diese Knoblauchpresse. Die ist praktisch, weil man kann sie komplett öffnen und so kann man sie halt einfach gründlich waschen. Unsere Knoblauchpresse ist kaputt. Genauso auch wie diesen Pfannendeckel. Es ist nämlich nicht so einfach für große, also für übergroße Pfannen überhaupt Deckel zu finden. Ich habe mich da irgendwie durchprobiert und habe am Anfang gedacht, es gibt dort auch keinen. Nämlich in den meisten Geschäften, wo es große Pfannen zu kaufen gibt, nicht die passenden Deckel. Aber zum Schluss habe ich ein einziges Modell quasi gefunden. Also einen Deckel hatten sie in der Größe, der auch wirklich auf unsere große Pfanne drauf passt. Ja, ich bekomme auch mal Kommentare, macht doch die Pfanne zu beim Kochen. Das spritzt es weniger und ist effizienter, aber bei so großen Pfannen ist es wirklich gar nicht so einfach, da was zu finden dafür. Was ich auch noch wollte eigentlich, ist so ein Abtropfsieb hier für unseren kleinen zweiten Teil der Spüle, weil, ja, den verwende ich eigentlich nicht zum Abwaschen und der nimmt recht viel Platz weg. Gerade wenn es hier alles vollgestellt ist und dann alles da runterpurzelt teilweise und so, wäre es mir ganz lieb, wenn man das hier einfach besser nutzen könnte, den Platz, und hier einen Teil hätte, wo man auch Besteck stehend lagern kann und den Rest dann auch, damit es eben auch, ja, kein vergeudeter Platz ist. Aber da habe ich leider nichts für die kleinen Maße da gefunden bei IKEA. Werde ich dann vielleicht noch woanders mal mich umschauen. Eins meiner Ziele war, mir Geschirr anzuschauen. Also, und das habe ich auch gemacht. Die verschiedenen Serien, davon gibt es nicht so viel bei IKEA, aber trotzdem habe ich mir durchgeschaut. Wir haben Geschirr, das ist schon teilweise kaputt, ist auch unhandlich. Es sind riesengroße Portionsgrößen, irgendwie so riesengroße Teller, die nehmen viel Platz im Geschirrspüler weg. Und gerade für die Kinder ist es echt unhandlich. Also so diese großen Suppenschüsseln, die essen sie nie leer. Das verleitet einen nur dazu, irgendwie viel zu servieren, was dann keiner aufisst. Außerdem haben wir Porzellan und da brechen ganz oft diese kleinen Eckchen ab. Ich wollte etwas aus Steingut, etwas Neutrales. Ich mag es zwar auch mit diesen ganzen Mustern und so weiter, aber ich glaube einfach, dass das mit der Zeit mich nerven würde, wenn ich das tagtäglich sehen müsste. Deswegen habe ich mich dann eigentlich auch fokussiert, auch wenn ich dieses schöne Geschirr auch wirklich toll finde, dieses Festtagsgeschirr. Leider habe ich keinen Platz, um zwei verschiedene Sets in der Küche aufzubewahren. Ich habe mir weiße angeschaut. Da gibt es auch von bis. Da gibt es welche, da kostet so ein Doppelset, ganz normale flache Teller, kostet da 25 Euro bei IKEA, wo man wirklich den Unterschied nicht viel sieht zu den anderen, zum günstigeren Set. Also ich habe mir dann tatsächlich, habe ich mich, glaube ich, innerlich entschieden für das Plus 365, heißt diese Serie von IKEA. Das Gute nämlich daran ist, sie sind weiß, sie lassen sich, also man kann so ein Set kaufen um 50 Euro für 6 Stück von allem, also von den tiefen, von flachen Tellern und so weiter. Aber man kann das auch einfach einzeln nachkaufen. Das werden wir ganz definitiv machen. Wir werden von allem ein paar Extras kaufen, weil bei uns eben so viel zu Bruch geht. Ich habe es nicht mitgenommen, weil ich meine, es soll ja auch mein Geburtstagsgeschenk sein. Das wäre auch zu schwer zum Tragen gewesen. Aber von dieser Serie habe ich jetzt schon einmal auch hier diese kleinen Schüsselchen genommen. Das finde ich ist die perfekte Größe, sowohl für Müsli als auch für Suppe für die Kinder. Also das heißt, wir können das für Erwachsene Müslischalen und auch für Suppenschalen nicht zu klein, nicht zu groß für die Kinder verwenden. Und hier noch so eine mittelgroße Schüssel, davon haben wir auch zu wenig. Was ich auch noch eben wollte, sind verschiedene Aufbewahrungsbehälter aus Glas. Da investiert man zwar schon einiges. Ich habe so drei Schüsseln genommen mit 1 Liter und dann ein paar, die haben glaube ich 1,4 Liter, also ein bisschen größere zwei Stück. Und welche, die haben nur 400 Milliliter, also so kleinere Formate mit passenden Deckeln dazu. Weil einfach, ja, obwohl die halt eben wie gesagt 5 oder hier 3 glaube ich Euro das Stück kosten. Man hat sie ja für lange und es ist dann einfach praktisch zum Einfrieren. Ich nehme diese Tiefkühlbeutel, davon kauft man ja immer wieder regelmäßig nach. Das geht dann auch ins Geld, wenn man es immer wieder wegwirft. Außerdem ist mir das auch lieber, wenn ich es gleich in dem auftauen kann, also wenn ich das nicht nochmal umfüllen muss, sondern es gleich zum Beispiel in die Mikrowelle geben kann und das warm machen, was ich auch immer eingefroren habe. Die sind immer wieder verwendbar, das heißt, ich hoffe, das zahlt sich auch aus, die Investition. Besser als Kunststoff, also sie verfärben sich nicht und so weiter zum Aufbewahren. Ich habe nämlich jetzt auch vor, dann im Hinblick dann auf Geburt, dass ich mir einen kleinen Vorrat dann anlege an vorgekochten Dingen, an Tiefkühldingen. Ja, da kommen die gerade recht. Zwei so kleine Aufbewahrungsbehälter auch noch habe ich mitgenommen. Kann man auch immer wieder brauchen. Und hier, das hat uns noch gefehlt, so für trockene Vorräte, haben wir auch eins so zu wenig, würde ich sagen. Und dann schließlich noch, was ich auch noch mitgenommen habe, weil es wirklich günstig war,
glaube ich, nur 5 Euro gekostet, dieses Set. Ja, es ist auch aus Plastik, aber was anderes können wir einfach nicht nehmen, weil die Kinder es zerbrechen. Das ist für das obere Badezimmer ein Zahnputzbecher und ein Seifenspender. Das sieht hübsch und ordentlich aus. Da oben haben wir dabei nur ein Stück Seife, aber da möchte ich irgendwie jetzt auch umstellen, weil es einfach praktischer ist. Dann war ich somit mit meiner Liste fertig und bin natürlich trotzdem weitergegangen und habe mir alles angeschaut. Ich liebe diese Ikea, diese, wie sie alle die zusammenstellen, diese ganzen Zimmer. War das dann bei den Schlafzimmern und so weiter. Gott sei Dank kann ich keine Bettwäsche mehr kaufen. Wir haben wirklich genug Bettwäsche, aber das reizt mich. Ich liebe Bettwäsche. Ich würde am liebsten jedes Mal eine neue mitnehmen, einfach so zur Abwechslung. Aber wir sind jetzt eigentlich umgestiegen, mein Mann und ich, auf die längeren Decken, also auf übergroße Decken. Auch die Polster sind zu groß und passen in die IKEA-Kissenbezüge bei uns nicht hinein. Das fällt somit flach, aber bei der Kinderbettwäsche, da wurde ich schon schwach. Aber ja, wie gesagt, wir haben eigentlich den Stauraum nicht und deswegen bin ich dann doch stark geblieben. Aber was ich mir schon angeschaut habe, waren die verschiedenen Bettenlösungen, die sie da haben für Kinder. Zum einen für Quinn, da bin ich nicht ganz glücklich mit dem Hochbett, das er hat. Er ist ja noch recht klein und ich weiß nicht, das wäre vielleicht für ihn besser, wenn er wirklich ein Bett hätte, wo er komplett selbstständig rein und raus kann. Wir machen noch so ein Gitter zu, damit er nicht rausfällt in der Nacht. Bei seinem Hochbett, das müssen wir dann wieder entnehmen, wenn er wach ist. Und da gibt es solche Lösungen, die sind von 1,60 Meter auf 2 Meter ausschiebbar. Leider sind die für Matratzenbreiten von 80 Zentimetern, also wir können seine Matratze nicht verwenden, müssten dann auch eine neue uns zulegen. Er hat derzeit 70 Zentimeter Breite. Es wäre halt eben praktisch, weil ansonsten sein Zimmer recht schmal ist. Man kann quer nur ein 1,60 Meter langes Bett stellen. Und für Timon brauchen wir übrigens auch so etwas Ähnliches in der Art. Auch er hat ein Zimmer mit Dachschrägen, wo er nicht so viel Möglichkeit hat, etwas hinzustellen, Möbel. Und nächstes Jahr kommt er ja im Herbst in die Schule. Das heißt, er braucht einen großen Schreibtisch und ein bisschen Platz dafür. Wir werden wahrscheinlich dann auch sein Bett an die andere Seite stellen. Auch da habe ich ein bisschen geschaut, vielleicht so für ein Hochbett oder so. Er wünscht sich ja eins, aber aufgrund der Dachschrägen ist das wirklich schwierig. Und zum Schluss war ich noch in der Babyabteilung, auch da ganz, ganz süße Sachen. Und ich glaube, niemand kann den IKEA besuchen und verlassen, ohne ein paar Ordnungsboxen. Und auch da habe ich mir welche mitgenommen, also so ein Set aus 6 Stück. Ja, passend für diese ganzen IKEA-Kommoden, also wenn man die so reinstellt, dann passen da genau 6 Stück rein. Das plane ich dann für die Wickelkommode zu verwenden. Und sie haben die perfekte Höhe, da kommt die Babykleidung rein und Wickelsachen. Und hier das habe ich dann noch mitgenommen, das war ein Spontankauf. Das ist Bettwäsche, also für Babymatratzen, ganz, ganz süß und passend zu vielen Bettwäschen, die wir haben für das große Bett. Und ja, das Kleine wird ja dann daneben stehen und ich glaube, das wird sich zusammen sehr, sehr süß machen. Ja, das habe ich einfach mitgenommen, weil Handtücher kann man bei Neugeborenen auch nicht genug haben. Die müssen ja relativ oft in die Wäsche. Ja, was es danach noch gab bei uns, also ich hatte dann auch nicht mehr viel Zeit zu kochen. Ich habe dann gleich am Rückweg wieder die Kinder abgeholt. Das war noch ein Essen von IKEA. Die Kinder lieben das immer. Auch wenn wir dort sind, gibt es immer Köttbullar, also diese schwedischen Fleischbällchen mit Kartoffeln und Soße. Das gibt es ja komplett fertig zu kaufen dort. Selbst das Kartoffelpüree gibt es da im Beutel, also das muss man nur mal aufwärmen. Das gab es dann dementsprechend bei uns zum Mittag zum Essen. Ich bin sehr glücklich. Ich habe mich schon lange gefreut auf diesen IKEA-Ausflug und habe das meiste daraus gemacht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was so bei eure Schwachstellen sind oder eure Bereiche von IKEA, wo ihr nicht dran vorbeigehen könnt und wo ihr immer sozusagen zuschlagen müsst. Und Kleidung waren wir auch einkaufen. Ich weiß nicht warum. Aber am Ende des Jahres fällt uns immer auf, dass die Kinder und auch wir wieder Sachen zum Anziehen brauchen. Der einzige, für den ich jetzt nichts gekauft habe, in der Hoffnung, dass wir da wirklich noch genug lagernd haben, ist Quinn. Da werde ich gleich mal schauen, ob ich noch was finde für ihn. Und selbst für mich, also ich hatte wieder das Gefühl, irgendwie, ich habe immer das Gleiche, immer die gleichen 3 T-Shirts, was ich noch gefunden habe, noch 3 T-Shirts. Gerade gekauft für Schwangere und den Karton nehme ich gleich mit drauf, weil wenn ich dann die Kleidung am Dachboden für Quinn durchschaue, dann kommt auch endlich mal das, was hier seit Wochen wirklich schon rumsteht in der Ecke, wird dann auch in den Karton gepackt hier und weggeräumt. Das ist Kleidung von Timon, die ihm nicht mehr passt, die ihm noch nicht passt, die wir bekommen haben. Ja, also diese 2 Tragtaschen, die stehen da schon seit Wochen und ich habe sie zwischendurch an einen weniger auffälligen Ort geräumt. Einfach jetzt vor Weihnachten, weiß jeder, da hat man anderes zu tun und auch gerade wenn Gäste kommen oder so. Auch der Adventskalender hängt noch bei uns an der Treppe, aber jetzt werde ich das nach und nach dann hoffentlich alles mal beseitigen. Ja, schau mal nach, was für Größen oben sind. Also alles, was größer ist als 98. Okay. So 104, 110. 134. 110, 110, nur den 110er. Warte, ich nehm's. Oh, dann kannst du runterwerfen. 128 bis 140. Nein. Also einen Karton haben wir dann noch in der passenden Größe gefunden und auch das, was ich tatsächlich noch gesucht habe, nämlich langärmelige Shirts für Quinn, also da ist er wieder gut ausgerüstet.
Das ist ganz praktisch, wenn man einkaufen gehen kann am eigenen Dachboden. Wir haben da einen riesen Fundus. Ich werde das Ganze vielleicht auch noch einmal ein bisschen schöner sortieren. Also wirklich dieser Nestbautrieb, den spüre ich schon ganz, ganz stark. Und da oben haben wir lauter Kisten, die unübersichtlich sind. Irgendwann werde ich das vielleicht so in durchsichtige Plastikkisten räumen. Nach dem nächsten IKEA-Trip oder so. Vielleicht nehme ich mir da noch was mit. Und ja, dann ist es immer so, wenn diese Dachbodentreppe ausgeklappt wird, da fällt auch einiges an Staub hinunter. Und dann habe ich da gesaugt und dann gleich im ganzen Obergeschoss weitergemacht. Das hat es auch nötig. Also gerade da, wo unser Saugroboter nicht hinkommt, wie in diesen Ecken da überall, da waren schon ja, massige Staubflusen. Und ja, dann bin ich einmal durchgegangen und habe auch gleich die Treppe mitgemacht. Auch die schafft ja kein Roboter. Und was wir dann noch mit den Kindern machen wollten, ist, ich habe sie mitgenommen in den Keller, in unseren schrecklichen, schrecklichen Aufbewahrungsraum. Sie sollten nämlich entscheiden, also was wir schon weggeben können. Ich habe gesagt, ich werde auch die noch nicht kaputten Sachen versuchen, wirklich auch gebraucht zu verkaufen. Und das Geld bekommen sie dann in die Spardose und können dann vielleicht auch etwas in etwas Neues investieren. Wobei jetzt sind sie sowieso gut ausgerüstet mit neuem Spielzeug und da waren sie recht spendabel und haben mir relativ viel erlaubt, wegzuwerfen und wegzugeben. Und ja, das Letzte, was wir an dem Tag auch noch erledigt haben mit Kira, war ihr Zimmer gemeinsam aufzuräumen. Auch da hat sich jetzt mit dem ganzen neuen Spielzeug und so weiter hat sie ein bisschen Platz gebraucht und bei so größeren Aufräumaktionen, da helfe ich ihr noch ein bisschen. Wir haben nämlich diese zwei hinteren Schubkästen bei ihr ausgeräumt. Da waren bisher Verkleidungen waren da drinnen, die sind aber schon den Kindern großteils zu klein geworden. Die haben wir gemeinsam freigeräumt für neues Spielzeug und sie hat auch diese Bastelschublade, die habe ich mal durchsortiert und sie spielt sehr viel mit kleinteiligem Spielzeug, also das heißt, es sammelt sich wirklich relativ viel an, wo es dann schwierig ist, teilweise für sie ganz alleine aufzuräumen und den Überblick zu behalten. Sie hat mich aber ganz tatkräftig unterstützt und ich habe dann das Gröbere gemacht, ein bisschen freigeräumt, gewischt und den ganzen Boden vom Müll befreit bzw. getrennt, was Müll war und was noch zu gebrauchen war von den Verpackungen und so weiter. Ja, dann auch gesaugt, ein bisschen die ganzen Schulsachen jetzt weggeräumt, die brauchen jetzt eine Zeit lang nicht. Zusammen geht es dann auch relativ schnell und gut voran und damit ist unser Haushaltstag auch schon vorbei gewesen. Wir haben dann den restlichen Tag zusammen mit den Kindern genossen. Ich hoffe, ihr habt auch noch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und ja, bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage Tschüss.